Und jetzt habe ich gesagt, die eigentliche Heiligkeit besteht darin, dass alles gleichzeitig ist. Das ist unser rotgeschriebenes Hier und unser rotgeschriebenes Jetzt. Ich kann natürlich aus diesem rotgeschriebenen Hier unheimlich viele Einzelfacetten hervorheben. Das sind dann Gedankenwellen, die sind aber immer hier. Egal, wie ich jetzt definiere, Zürich, Wien, Weißenburg, es ist hier und jetzt gedacht in meinem Kopf eine Information. Wichtig, der Kopf, den ich mir jetzt ausdenke, ist genauso ein Symbol wie der träumende Geist, das Beröschet inmitten dieses Kopfes ist was nicht Denkbares. Es kann nur verstanden werden, wenn du Geist bist. Okay? Und jetzt ist interessant, dass die eigentliche Ausgangsbasis ist das Heilsein. Das Heilsein ist natürlich schon ganz, ganz interessant, dass dieses Heilsein, ich habe gerade und jetzt ein neues Beispiel, wo ich so oft wiederholt habe mit der Ruhe und mit dem Lärm. Das heißt, wenn sich was in dir aufspannt, ist es eine Gedankenwelle. Wenn du die nicht denkst, dann bist du absolut heil. In dem Moment, wir machen einmal die Gedankenwelle Krankheit und Gesundheit, dann spannt sich eine Gedankenwelle auf und wenn du das bewusst machst, nennen wir die Gesundheit plus heil. Und die Krankheit nennen wir Minus heil. Und dann siehst du rein arithmetisch, dass Plus heil und Minus heil heil ist. Nee, klar. Okay, wir können das auch Lärm und Ruhe nennen. Absolut. Das ist dann Plus heil ist Ruhe und Minus heil ist Lärm. Und jetzt ist natürlich, wenn sich das aufspannt, wenn ich sage, jetzt mach mal longitudinale, du kannst die Ruhe, die Stille ja nicht hören. In dem Moment, wo du den Eindruck hast, du hörst Stille, achte mal schon, wie schizophren das ist, ich höre etwas, was man nicht hören kann, ist im selben Moment, ist der Lärm da. Und jetzt machen wir in diesen normalen Logik, ist jetzt was in dir drin, das sagt, es war vorher laut. In Wirklichkeit ist es der Hintergrund für die Stille und ich habe gerade das Beispiel gemacht, du denkst jetzt, total verschmierte Fläche und in dieser verschmierten Fläche ist ein kleiner weißer Kreis. Und du fokussierst den weißen Kreis und das nennst du Stille. Weil im selben Moment der Hintergrund des Geschmierte der Lärm ist. Genau. Aber da sagst du, der ist früher gewesen, Ja. der ist jetzt woanders. Auf jeden Fall denkst du dir das hier und jetzt, sonst Absolut. könntest du dir ja die Ruhe, die Stille gar nicht bewusst werden. Genau. Und du wirst jetzt merken, dass hier diese Polarität gilt es für unheimlich viele, wenn ich sage, Ewigkeit und Vergänglichkeit. Die Ewigkeit kannst du nicht wahrnehmen, so wenig wie die Stille man hören kann und du kannst auch Gesundheit nicht fühlen. Jetzt machen wir wieder Heilsein, ist die Gesundheit, ist Plusheil und die Krankheit ist Minusheil. Du kannst nur das Getrennte, das Minus wahrnehmen. Das heißt, in dem Moment, wo du dich gesund fühlst, das ist wie, ich höre jetzt Stille. Musst du im selben Moment an krank denken. Pass auf, du bist aber in dem Moment, wo das eine da ist, ist das andere da und jetzt kommt was Neues dazu, Redo. Das haben wir ja tausendfach durchkaut. Machst du eben den Trick, dass du dir die Krankheit in die Vergangenheit denkst, aber die wird jetzt gedacht, sonst könntest du dir die Gesundheit gar nicht bewusst machen, weil das ein nicht wahrnehmbarer Zustand ist. Okay, das heißt, mit dem kleinen Trick kannst du Sachen in Erscheinung treten lassen, die gar nicht in Erscheinung treten können. Das ist übrigens auch, du kannst dann träumenden Geist in Erscheinung treten, ein Geist, der nicht in Erscheinung treten kann, in Erscheinung treten lassen, indem du dir dann als träumenden Geist denkst. Aber jetzt pass auf, das haben wir durchgekaut, was dir nicht in den Sinn kommt. Ich sage jetzt, wenn du dich gesund fühlst, bist du im selben Moment auch krank, weil das eine gibt's nicht ohne das andere. Und jetzt machen wir den Trick mit der Zeit. Bewusst. Was dir aber nicht auf die, du denkst jetzt, ich war früher krank, was du aber überhaupt nicht in den Sinn kommen würdest, dass du dir jetzt wünschst, in der Zukunft wieder krank zu werden. Wie sieht es aus, wenn wir das spiegeln? In dem Moment, wo du dich, das Kranksein im Vordergrund ist, ich mache jetzt das einmal nicht longitudinal, sondern unsere Welle mache ich einmal so, Vordergrund und Hintergrund, auf dieser Achse. In dem Moment, wo du jetzt im Vordergrund Krankheit hast, bist du im selben Moment gesund. Du kannst nicht unheil werden, wenn du das Prinzip verstanden hast. Jetzt kannst du natürlich, musst du zwangsläufig im selben Moment dir denken, ich war vorher gesund. Wobei du dir das eigentlich, wenn du dich einmal dein Programm analysierst, ich habe dich so programmiert, dass wenn du dich krank fühlst, dass du eigentlich in keinster Weise dir bewusst machst, dass du vorher gesund warst, sondern dein Fokus liegt auf der Zukunft. Ich will in der Zukunft gesund werden. Weil ich ja jetzt krank bin. Du wirst aber, wenn du dich gesund fühlst und im Hintergrund die Krankheit hast, kommst du gar nicht auf die Idee zu sagen, ich will wieder krank werden. Nein,
in der Zukunft. Da bist nur die Krankheit, ich war krank, jetzt bin ich gesund. Du sagst, eventuell, hoffentlich werde ich nicht mehr krank. Aber gespiegelt ist es genau andersrum, wenn du dich krank fühlst, ist der Fokus nur noch wieder auf das Gesundwerden wollen in der Zukunft. Dadurch redest du dir nämlich ein, dass du jetzt nicht gesund bist und dieser Glaube ist das, was dich entheiligt. Lass das auf dich wirken. Wenn du bewusst bist, weißt du, wenn jetzt in deinem Traum Krankheit auftaucht, dass du im selben Moment, im selben Maß auch gesund bist und du deine Heiligkeit gar nicht zerstören kannst. Und wenn das jetzt neu installiert ist, hast du mit nichts mehr ein Problem. Jetzt kommt nämlich dieses Loslösen, wo ich auch so oft wiederholt habe, es ist die Identifikation mit irgendwas ausgedacht. Absolut. Dass dich nicht einmal identifizieren mit dem träumenden Geist, den du jetzt vor dich hinstellst, genau. Für dich selber, ja. Nicht einmal mit dem darfst du dich identifizieren, weil du eine Stufe drüber bist. Genau. Dadurch kannst du dir diese, mein Einfallspinselbeispiel ja. klar machen. Ja. Und was hier nicht verstanden wird, was ich merke, selbst bei Leuten, die seit 10, 15 Jahren jetzt bewusst ausgedacht Holofeeling machen, dieser einfache Satz, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Ja. Es ist eine Information, die du vor dich hinstellst. Ja. Das gilt auch für einen symbolischen träumenden Geist. Absolut.